Aber das hat noch nie jemand gemacht. Wir sind ja in die Presse. Das Problem ist, wenn Beispiel nur von 500 Leuten Gewalt machen, dann kommt das in den Medien immer rüber, als ob alle Gewalt angebracht haben. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht kann man sich irgendwie so bewegen. Also, dass sie einfach einen gar nicht irgendwie zu fassen kriegen, oder? Also, dass sie auf jeden Fall nur mit großer Schwierigkeit schaffen, dich dann irgendwie wegzutragen. Okay, was ist mit, dass wir die Straße blockieren? Und nein, dann das auf jeden Fall. Ja, aber ich meine mit Kaudung und Laub, damit das ganz glatt ist und dann sie haben Schwierigkeiten mit den Aufwärmen. Oder wir beschmieren uns mit Kuhdunk, hm? Nee, ich glaub, das ist braun, wir sehen ja scheiße meine, aus, niemand will uns anfassen. Und am besten wir stinken. Okay. Sehr wenig. Also, nichts. Nach 8 Monaten? Egal, machen Sie weiter. Was sage ich dem Ermittlungsrichter? Wer steht auf unserer Seite? Also, zur Gentrifizierung. Ein wirklich typisches Beispiel ist der Helmholtzplatz. Hier, so sah der vor 15 Jahren aus. Und so heute, perfekt saniert. Gleichzeitig aber haben sich die Mieten verdreifacht. Von der ursprünglichen Ostbevölkerung lebt da inzwischen keiner mehr. Stattdessen besser verdienende wie Ärzte, Anwälte, Politiker. Und Studenten. Und ein paar Studenten in den Erdgeschosslöchern, genau. Gentrifizierung wie aus dem Lehrbuch. Und das auch noch staatlich gefördert. Papa, komm! Ciao. Hey, Boris. Hey, Alex. Sehen wir uns Samstag. Ja, klar. Meine Freundin kommt gleich. Ciao. Die neue? Ja. Viel Glück. Alles klar, Großer? Sind ja auch Bilder drin, brummt er überrascht. Mit Büchern geht man behutsam um, sagte Jule mit einer strengen Falte auf der Stirn. Er blätterte langsamer und hinterließ nur noch ein paar geknickte Blattecken. Du, da war schon wieder dieser Typ. Was für ein Typ? Da unten auf der Straße, der immer so komisch glotzt. Steht wahrscheinlich auf dich. Hey. Als würde der mich beobachten. Vielleicht von der Stasi. So sieht er wirklich aus. Wo ist denn jetzt dein Artikel? Der kommt erst nächste Woche. Potsdam. Heute Nacht wurden in Potsdam 3 Männer gefasst, die im Begriff waren, auf einem Parkplatz der Bundeswehr mehrere Fahrzeuge anzuzünden. Die Polizeibehörden gehen davon aus, dass es sich dabei um Mitglieder der sogenannten militanten Gruppe handelt. Diese Gruppe verübt seit dem Juni 2001 vor allem im Raum Berlin Anschläge auf Privat- und öffentliche Sie werden verhaftet wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Sie haben das Recht zu schweigen. Was die Bundesanwaltschaft behauptet, ist, dass er der intellektuelle Kopf dieser Gruppe ist. Das ist, Boris E. ist intellektuell in der Lage, die vergleichsweise anspruchsvollen Texte der MG, das ist die militante Gruppe, zu verfassen. Zudem stehen ihm als Wissenschaftler Bibliotheken zur Verfügung, die er unauffällig nutzen kann, um die zur Erstellung der Texte der militanten Gruppe erforderlichen Recherchen durchzuführen. Das ist doch absurd. Das ist aus seinem Beruf. Der ist doch Wissenschaftler. Das ist doch völlig absurd. Ich weiß.
Boris, wie geht's dir? Was geht's dir? Alles klar? Ist okay. Okay. Pass auf, ich lese dir einfach alles vor, was wir bis jetzt haben. Also, in mehreren Tatorten der aufgefundenen Bekennerschreiben wurden Begriffe gefunden. Zum Beispiel ist jetzt wichtig Gentrifizierung und Prekariat, die insbesondere in diversen wissenschaftlichen Publikationen des Beschuldigten B. Amte zu finden. Das heißt, Sie haben Gentrifizierung gegoogelt und sind so auf mich gekommen? Offensichtlich ja. Darüber habe ich ein Buch geschrieben. Die haben euch 11 Monate lang beschattet. Wusstest du das? Telefon, E-Mails, Videoüberwachung, allein die Tonprotokolle umfassen 280 Ordner. Das glaube ich nicht. Ja, und nicht nur euch. Insgesamt wurden 4000 Personen in eurer Umgebung erfasst. Ja, so ziemlich jeder, der mit euch befreundet ist. Eigentlich jeder, mit dem ihr in den 11 Monaten in Kontakt wart. Und die meisten von denen wurden dann auch abgehört. In der Begründung steht auch noch... Du hättest dich mit einem gewissen Michael Dahms getroffen? Ja. Den kenne ich auch aus der Mainzer Straße. Den haben sie letzte Woche erwischt, wie er zusammen mit 2 anderen Bundeswehrfahrzeuge anzünden wollte. Micha! Außerdem behaupten sie, du hättest dein Handy nicht dabei gehabt und das sei konspirativ. Wieso machen die das? Ich meine, die müssen doch nach ein paar Wochen gemerkt haben, dass bei mir nichts zu holen ist. So eine Überwachung kostet ein Schweinegeld. Wieso machen die das? Ich weiß es nicht. Politik ist Psychologie, Herr Danner. Wir brauchen diese Maßnahmen im Kampf gegen den Terror, da sind wir uns ja wohl alle einig. Die Kunst ist, es den Leuten Stück für Stück nahezubringen und da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Ja, sicher. Aber wäre es nicht besser, wenn wir da jemanden nehmen, bei dem die Faktenlage einen dringenden Tatverdacht zulässt? Wollen doch Aufsehen vermeiden. Wenn die Presse davon Wind kriegt, ich meine, das macht mir schon große Sorgen. Im Gegenteil, wenn die linksliberale Presse den Fall aufgreift, so spielt uns das in die Hände. Aufhalten kann sie uns sowieso nicht. Aber... Und das ist das Entscheidende. Sie erhöht die Frustrationstoleranz. Die Leute gewöhnen sich dran. Ja, sicher. Aber trotzdem bin ich... Das klassische Strafrecht hat ausgedient, Donner. Wir müssen die Bombenleger kaltstellen, bevor sie zuschlagen. Jeder kann zum Terroristen werden. Er muss nicht, aber er kann. Deshalb müssen wir alles über ihn wissen. Die Leute müssen sich an das Prinzip der Präventivmaßnahmen gewöhnen. Das waren doch Ihre eigenen Worte in Hamburg. Ja, im Prinzip schon. Wir tauschen ein kleines Stück Freiheit gegen ein großes Stück Sicherheit. Anders geht das eben nicht. Ich muss jetzt wieder rein. Du hast doch nichts. So gut gelaufen. Haftbefehl wurde aufgehoben, Bundesgerichtshof hat uns schon in den Arsch getreten.
Im Gegenteil. Die Operation war ein voller Erfolg. Ja, aber wir haben doch... Tja, die militante Gruppe. Wenn es die nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Eine Operation des Verfassungsschutzes, meinen Sie? Reine Spekulation. Wir beide werden das ganz sicher nie erfahren. Interessiert mich auch nicht. Was zählt, ist Folgendes. Der Mann war hervorragend vernetzt. Die Daten, die Sie in den 11 Monaten gesammelt haben, die sind Gold wert. Für die Antiterror-Datenbank. Vor allem für die SD-32. Gefährdeter Teil. Ihre Ergebnisse sind fantastisch. Wir haben jetzt einen detaillierten Einblick in die gesamte linkspolitische Szene bundesweit. Für den nächsten G8-Gipfel werden wir Ihre Daten gut gebrauchen können. Prävention, Herr Danner. Gefahrenabwehr. Gehst du doch dahin? Irina, das ist das letzte Treffen vor der Demo. Ich muss dahin. Ich kann die doch jetzt nicht im Stich lassen. Bleib jetzt hier. Wir wissen noch gar nicht, wozu die fähig sind. Ich hab solche Angst. Ich hab Angst. Ich kann's nicht. Ich hab Angst. Hey. Hallo, Irina. Ich will. Hey. Ist gut, ich bleib da, bleib da, bleib da, ich bleib da, ich bleib da. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist gut, ist gut.